Und los. Ja, herzlich willkommen zum Verantwortungstreff, den wir jede Woche machen. Ja. Also ist schon eine jahrelange Institution in Schenkerbewegung und wir sagen, man redet viel miteinander unter Menschen. Warum nicht ab und zu mal drüber reden, wie verantwortbar alles ist, was man so sagt und tut? Ja, also gut. Über Verantwortung im allgemeinen Sinne. Und wir sind da ein routiniertes Team seit einigen Monaten, so als Kernteam, der Dylan, der Luis und ich. Und heute haben wir dann zwei weitere Teilnehmer und da freue ich mich schon auf das spannende Gespräch. Und wir haben immer eine Reihenfolge. Also ich nehme an, es wird bei den Neuen sein, dass die sich einklinken können dann. Also oder der Vorsitzende der Partei des Gemeinwohls wird sich bestimmt auch direkt beteiligen. Also da können wir schauen, wie sich die Reihenfolge dann ergibt. Aber ich gebe dann erstmal zum Beginn an den Dylan. Ja, und vielleicht jetzt mal gucken, wer kann ja sein Mikrofon mal abschalten, damit wir wenig Störgeräusche haben. Und ich lege los mit meinem Anfangsbeitrag für heute. Ja. Und immer einfach nur zuhören und ich mache jetzt die ersten 4 Minuten. Und zwar... Dylan, ich kann auch sagen, das Ausschalten des Mikros geht auch mit Stern 6. Ja, bei mir funktioniert es komischerweise nicht, ne? Bei mir funktioniert es nicht. Also, der alte Louis hier sagt, das müsste funktionieren. So. Also, ja, na, mal schauen. Also, es kann ja mal jemand probieren, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Also, ich lege los. Alles klar, ich lege los. Ja. Ja, also, heute, wir reden ja hier auch über Lebensgemeinschaften, aber wir reden auch über politische Lösungen für die, ja. Es geht ja um besseres Leben und bessere Menschheitszukunft. Ja. Und heute haben wir eben auch, können wir mal reden über unser Ziel, 0 Obdachlosigkeit, Recht auf Wohnen für alle. Wie kann man das herstellen? Wie kann man das, was für praktische Tipps gibt's da auch? Und dann auch, wie können wir eine gesündere Mobilität, gesündere Fortbewegung sozusagen ermöglichen? Ich fange mal an mit dem Wohnen. Also, bei der Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaft werden so Dinge diskutiert wie, dass wir sozusagen das Wohnungsamt insofern ausbauen, dass wir zum Beispiel, es gibt ja auch viele soziale Einrichtungen, in denen es Zimmer gibt und kleine Wohnungen und so weiter, dass also all diese Dinge zusammengeführt werden in einer Großstadt wie hier zum Beispiel Köln, dass wir dann vielleicht 3 in Wettbewerb zueinander stehende Wohnungsämter in Köln haben, die also versuchen, alles zu integrieren und dann gibt es eine neue gesetzliche Regelung, dass alle Wohnungen, die zum Beispiel das Arbeitsamt im Moment bezahlt und so weiter, dass diese automatisch, dass die Vermieter automatisch einen Vertrag mit einem der 3 Wohnungsämter bekommen und dann die Wohnungsämter, die Hauptmieter sind und die sozusagen die eigentlichen Mieter dann immer nur die Untermieter sind, weil sie quasi Untermieter des Wohnungsamtes sind. Ja, ja. Das hat eine sehr gute, das hat dann die gute Folge, dass man sagen kann, stellen wir uns mal vor, wie einen Obdachlosen, der jetzt zum ersten Mal wieder in eine Wohnung oder in ein Hotelzimmer oder in solch eine Tiny-House-Wohnung, in so eine Mini-Wohnung kommt oder Wabenwohnung kommt und so weiter. Wenn die alleine sind, dann ist die Erfahrung oft, die fangen dann wieder an zu saufen, weil denen die Decke auf den Kopf fällt und die dann frustriert sind und so weiter. Und das bringt ja nichts, sondern das Wohnungsamt muss quasi betreut die. Und jetzt passen Sie auf, das Wohlfühlen, und wir reden nachher über die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, das Wohlfühlen der Bewohner dieser Wohnungen, also der früheren Obdachlosen zum Beispiel und der anderen Mieter wird gemessen und das Wohnungsamt wird nur dann belohnt, wenn das Wohlfühlen und die
Gesundheit und die Langlebigkeit aller Mieter dieses Wohnobjektes oder eines Hotels, worin zum Beispiel Räume genutzt werden oder so, das Wohlfühlen aller Beteiligten besser wird oder gut ist. Es nützt ja nichts, wenn es vielleicht der Obdachlose sich wohlfühlt, aber alle anderen sich terrorisiert fühlen in dem Haus. Genau, das ist der Punkt. Das würde nichts bringen, sondern wir müssen die Belohnungsstruktur so machen, dass das Wohnungsamt ein Interesse daran hat, die früheren Obdachlosen so gut zu begleiten und so persönlich zu betreuen mit allem zugehörigen Personal, dass es zu einem harmonischen und friedlichen und positiven Miteinander in der Hausgemeinschaft kommt, egal ob es eine Hotelhausgemeinschaft ist oder eine Tiny House Hausgemeinschaft ist oder eine Mini-Wabenstruktur-Hausgemeinschaft ist oder so. Hauptsache, es geht wirklich allen gut, allen Beteiligten gut und dann kriegen die Mitarbeiter dieses Wohnungsamts Belohnungen. Die Verkehrsgeschichte, das mache ich nachher, aber jetzt so viel ist mein erster Beitrag zum Thema, wie können wir konstruktiv eine Gesellschaft erreichen, in der es am Ende null Obdachlosigkeit gibt, weil jeder ein sofortiges Recht auf Wohnung hat, aber das Wohnungsamt sich auch wirklich um die Menschen kümmert und das auch belohnt wird. Ja, ich gebe weiter und traditionell ist jetzt erstmal Herr Wagner dran. Und dann als nächstes kann sich einklinken, wer möchte, ne? Ja. Herr Wagner, wollen Sie gleich oder wollen Sie erst mal fragen, ob sich jemand vor Ihnen einklinken möchte? Och, ich denke, das kann jeder gerne machen, also an Stellen, wo es... ja, immer wenn Übergang ist, kann sich ja jemand einklinken, ne? Und sagen, ich würde jetzt gern in die Reihe reinspringen, sozusagen. Ja, wenn jemand jetzt direkt schon was sagen möchte, wenn nicht, dann würde der Herr Wagner... Ich würde dazu was sagen, was Sie gesagt haben. Ja, dann machen Sie ruhig. Sie... Ja, ich sage, was Sie da erzählt haben, das ist wunderbar. Wenn das alles so wäre, ist es aber nicht. Denn ich wohne in Berlin und ich sehe, was da los ist mit den Obdachlosen. Ja, die liegen auf der Straße, die lungern rum, die betteln, die machen einen an. Ja, hören Sie mal. Und dann hier werden die Leute rausgeschmissen aus den Wohnungen, die Älteren, wenn sie einen Quadratmeter mehr haben. Und dann setzen dann diese Leute da rein. Vielleicht nur, um ein Missverständnis vorzubeugen. Mein Vorschlag war ein politischer Neuvorschlag für die Zukunft. Ja, nicht das Jetztzustand. Dass der Jetztzustand schlecht ist, sind wir uns einig, gell? Ja, ich meine, das ist ja auch alles gut, was Sie gesagt haben. Und das wäre auch schön, wenn das so ist, ist es aber nicht. Und das wird es auch nicht sein. Denn da kommen Leute hier, die kommen aus allen anderen Kulturen. Die kennen unsere Kultur doch gar nicht. Naja, ich bin in der Welt viel rumgekommen. Ich habe gesehen, wo teilweise die Leute wohnen. In Bretterbüroten und keine Tür und nichts, nur mit Vorhänge davor und keine Toiletten und nichts. Und die kommen dann hierher, die kennen das so alles gar nicht. Die reisen. Ich will nicht mehr weitersprechen. Ich finde, da hilft auch keiner. Die lassen sich doch nichts sagen. Ja. Die lassen sich nichts sagen. Ja, also dass das Ganze schwierig ist, da sind wir uns sicherlich einig, gell? Ja. Aber wir reden ja davon, von einer völlig neu veränderten Deutschland, das völlig anders mit diesen Problemen umgeht. Gleich wird sich ja auch zu Wort melden, zum Beispiel der Bundesvorsitzende der Partei des Gemeinwohls wird sich gleich zu Wort melden. Ja, es geht ja darum, dass wir das politisch in den nächsten Jahren realisieren. Aber gut, soweit Ihr Beitrag und dann macht jetzt erstmal der Herr Wagner sein Beitrag. Ja, gut, okay. Ja, hallo, hört man hallo. Mich? Hallo. Hallo. Ja, hört man mich? Könnt ihr kann Sie hören, ja. Ausgezeichnet. Also, mein Schwerpunkt ist ja vor allem die grundsätzliche Lebensveränderung, dass die Menschen so insgesamt verantwortlich leben wollen, entsprechende Austauschplattformen bilden und Gemeinschaftsmodelle schaffen, neue Gemeinschaftsmodelle, Kommunemodelle. Und ich sag gleich, wer mit mir da in die Details gehen will oder sich ausführlicher austauschen will,
Also meine Hauptaustauschform wird ein freie Argumente-Forum sein oder ein Forum der freien Argumente-Kultur. Und das sage ich immer als erstes die Adresse, weil dann schon mal klar ist, wo man den Faden weiter spinnen kann. Ja. Also das ist www.freie-argumente-kultur.de. Also wir haben auch ein Forum mit N und Net, aber wir nehmen mal die Endung DE hauptsächlich, weil es sich ja auch um ein Geschehen hier in Deutschland handelt und weil wir dieses Forum auch besonders gut speichern können wohl, also sichern können. Mhm. Und ja, also wer über mich genaueres wissen will, findet auch im Internet so allerhand. Ich lebe seit 30 Jahren ohne Staat und Geld und denke, alle Menschen sind Brüder und Schwestern und sollten so miteinander gemeinsam die Entscheidungen treffen und miteinander teilen oder sich liebevoll beschenken. Und das versuche ich eben zu erreichen durch eine entsprechende Verantwortungsbildung, dass die Menschen sich so wirklich miteinander identifizieren und auch mit dem Wohl des Ganzen, eben mit dem globalen Gemeinwohl. Und auch jetzt, also ich sage in meinem Beitrag auch am Anfang immer, wo ich mich eben gerade befinde, ich bin hier in einem klitzekleinen Zeltcamp, wo wir allerdings jetzt im Moment mit 1, 2, 3, 4 Zelten sind. Und außer mir eben der Louis noch, der Besucher Jens, mein Sohn Aljoscha. Und das ist ein Zeltcamp, was entstanden ist im Widerstand gegen eine neue Autobahn, die A49, die hier gebaut wird und die aus unserer Sicht wie vieles an Straßenbau nicht sinnvolle Naturzerstörung ist. Also auch hier Wasserschutzgebiete und Ähnliches eventuell schädigt. Und ja, und da haben wir unser Zeltcamp hier schon damals, als die Polizei hier stand und die Rodung des Waldes geschützt hat, haben wir das Zeltcamp begonnen. Ja. Das ist der Dannenröder Forst oder hier Herrenwald, ist der konkret das Waldstück, an dem wir uns hier befinden. Der Herrenwald bei Stadt Allendorf. Und ja, also da sind wir jetzt und haben hier einen beschaulichen Abend. Die Zelte sind aufgestellt. Wir haben gegessen, es geht allen gut und wir denken daran, wie schön es ist, die Revolution zu erreichen, die Weltrevolution, der Vernunft und Liebe. Ja, das wünsche ich mir auch, aber es wird ganz, ganz hart werden und ganz schwierig werden. Wenn so viele Kulturen aufeinander kommen, dann gibt es immer Unruhe. Von alleine schon von dem Relief und von der Religion her. Ja, da kann ich Ihnen einen guten Teil sogar zustimmen. Ich glaube, dass da die offizielle Politik sehr verblendet ist und nicht genau hinschaut. Also was für Wertvorstellungen da auch mit im Spiel sind, inwiefern Gewalttätigkeit und Diskriminierungsvorstellungen auch mit religiösen Inhalten verbunden sind. Ja, das teilen wir auch. Also genau deshalb müsste es so eine freie Argumente-Austauschplattform geben, wo wirklich alles gesagt werden kann. Und wo dem auch wirklich auf den Grund gegangen würde. Also wo nicht irgendein mächtiger Mensch oder ein Mensch mit Geld einfach Themen wegwischen kann, weil sie ihm nicht gefallen. Also da müsste klar sein, hier kann wirklich offen über alles geredet werden. Und es geht nach Argumentequalität, dass da Korruption geschieht. Also dass sich irgendwelche Leute mit Geld, Macht oder Willkür durchsetzen können. Dafür ist diese freie Argumente-Plattform gedacht. Ja, das ist so, das müssen wir ändern, genau. Ja, ich gebe weiter. Ja. Ja, vielleicht wer von denen, die jetzt noch nichts gesagt haben, möchte jetzt der Nächste in der Reihenfolge sein. Wir haben ja jetzt die Reihenfolge. Ich glaube, Inge war der Name, gell? Wir haben jetzt also Dylan, Inge und Herr Wagner. Und wer möchte jetzt der Nächste sein in der Reihenfolge? Luis, möchtest du jetzt schon? Nein, danke, Dylan. Gut, dann vielleicht unser Herr Lischka, unser Bundesvorsitzender der Partei des Gemeinwohls, vielleicht auch zum Thema Wohnen schon mal. Kann man dann auch unter Wasser gehen? Hallo? Ja. Ist er nicht mehr drin? Der muss im Mund aber ganz dicht sein, ja. Clemento? Das Telefon wieder freischalten. Oder ist jemand rausgefallen? Wir haben eigentlich nichts gehört bezüglich Rausfallen. Nee, dann mache ich erst mal weiter, denn vielleicht klappt das nicht, das Telefon wieder freizuschalten, dann vielleicht am besten nochmal neu einwählen.
Ja, ich mache einfach mal weiter. Also, ich habe ja eben skizziert, wie sozusagen meine politische Vorstellung ist, dass wir es schaffen könnten, wirklich null Obdachlosigkeit hinzubekommen. Wir haben ja auch das Konzept... Hallo? Wir haben ja auch das Konzept null Obdachlosigkeit, null Arbeitslosigkeit, und das ist natürlich dann ein wirkliches Zukunftsziel, null Kriminalität. Das liegt natürlich dann weit in der Ferne. Ja, und weil das ist natürlich nicht leicht zu erreichen, aber auch dafür haben wir die richtigen Konzepte. Und jetzt aber wollte ich mal eingehen auf die Mobilität, ja. Also wir müssen das Verkehrswesen so abändern, dass genau genommen ein Verursacherprinzip funktioniert. Wir haben Hallo? Ja, jetzt klappt's wieder. Ja, jetzt klappt's wieder. Nach mir dann am besten dann vielleicht gleich sich einklinken vielleicht dann, ja? Denn irgendwie ging's wohl nicht mehr mit dem Mikrofon zuschalten, ne? Nee, das ist wahrscheinlich irgendeine Taktung da programmiert, die muss ich nochmal... Ja, ja, checken. Ja. Nee, dann einfach nur so das Mikro anlassen und halt nur leise sein dann. Ja, und ich mache einfach mal weiter an dem Punkt. Ich wollte gerade über Verkehrsmobilität sprechen, nachdem ich ja vorhin über Wohnungen gesprochen habe. Und da muss es ja irgendwie so sein. Wir können ja nicht mehr zulassen, dass wir Massen an Abgasen haben. Wir müssen für die Automobilindustrie und für die Verkehrsindustrien neue Anreize schaffen, sowohl für die Luftfahrtindustrie, und zwar, dass die Schäden, die diese ganzen Giftstoffe an den Menschen auslösen, dass die sozusagen negativ den entsprechenden Firmen angerechnet werden. Das ist extrem schwierig, das gebe ich zu. Aber das bedeutet, dass zum Beispiel in Straßen, in denen sehr hohe Abgaswerte sind, schlechte Abgaswerte, dass man da vielleicht messen müsste, sowas wie, dass jedes Auto ein kleines Mini-Funksignal rauskriegt, das seine Herstellermarke mitteilt sozusagen. Und dann kann man sehen, aha, in Straßen, wo es große Abgasprobleme gibt, da ist, was weiß ich, 70% Mercedes, 30% das, Audi, 30% VW oder sowas. Ja, also man müsste irgendeinen Weg finden, und das ist eben ganz schwierig. Das, also mit dem Autos ist glaube ich, die schwierigste Sache überhaupt. Bei Flugzeugen ist es ja fast noch schwieriger, denn wie will man beim Flugzeug die Abgase mit den Firmen zusammenbringen, aber wir müssten irgendeinen Weg suchen, wie man bei der Mobilität die gesundheitlichen Schäden durch die Abgase den Firmen in Rechnung stellt, sodass die dann ein Interesse haben, emissionsfreie Fahrzeuge herzustellen und zu liefern und so weiter, weil sie sozusagen nicht mehr, der Dieselskandal ist ja gerade so ein Beispiel gewesen, gell? Da wurde versprochen, wir liefern euch gesunde Diesel, und in Wirklichkeit haben die Diesel 20-mal so viel Giftstoffe ausgesondert, wie versprochen worden war. Ne? Das war ja der große Dieselskandal. Und sowas muss ja aufhören, und irgendwie müssen wir auch dort einen Weg suchen, auch wenn das noch so schwierig ist. Wir müssen einen Weg suchen, wie wir es schaffen können, dass wir ein Verursacherprinzip in irgendeiner Weise herstellen, sodass dann auch die Mobilitätsfirmen sagen, wir bauen jetzt zum Beispiel solche, wie sie der Bundesvorsitzende der Partei des Gemeinwohls vorschlägt, solche Trikes heißen sie, glaube ich, Dreiradfahrzeuge. Ich denke, ich habe früher jedenfalls auch immer nachgedacht, wie man mit einem elektrischen Hilfsmotor und mit Treten, also mit Fahrradähnlichem Treten gemeinsam was einerseits was für die Gesundheit tun kann und trotzdem 100 Stundenkilometer erreichen kann und trotzdem also so eine sinnvolle Mobilität mit Leichtfahrzeugen herstellen kann, so dass man diese spritfressenden und alle die Luft verpestenden Riesenkarossen sozusagen irgendwann vergessen kann, weil sich das einfach für die Hersteller nicht mehr rechnet, weil nämlich die Schäden an der Gesundheit in der Bevölkerung
angerechnet werden. Und durch Verdienstzuschüsse, durch reduzierte Verdienstzuschüsse ist quasi indirekt so, zu sowas wie Strafzahlungen kommt. Ja, das soweit, das war jetzt also vorhin mein Vorschlag zum Thema Politik des Wohnens und jetzt der, so die ersten Gedanken zum Thema Politik, neue Mobilität in Deutschland und in der Welt, ja? Das wird auch schwierig sein. Okay. Ja, und jetzt vielleicht Clemento, wollen Sie jetzt mal reinspringen in die Reihenfolge? Ja, Ihre 4 Minuten, ich starte gleich Ihre 4 Minuten, Sie können loslegen. Ja, gut, okay, ja, gut. Ja, gerne loslegen. Ja, gut, okay. Also ich würde jetzt erstmal den Vorschlag machen, wenn wir uns in Zukunft verabreden, dass wir vielleicht erstmal schwerpunktmäßig bei einem Thema bleiben. Zumindest, dass das mal in der Runde einen Kurs, also eine Umdrehung macht. Ne? Also jetzt hier nicht in steten Themen zu springen, ne? Ich meine, da kann man sich auch gar nicht mehr konzentrieren. Das verfasert ja die ganze Kommunikation, ne? Und ich meine, das Thema Wohnungsnot ist ja eh schon schwierig genug, ne, weil da auch verschiedene Problemkreise auf Kollisionskurs sind. Ne. Also es fängt an mit dieser Verpulverung, mit der irrsinnigen Verpulverung von öffentlichen Geldern und von Korruption, ne, und von Leuten, die da abstauben. Ne. Das ist das eine Szenario. Das andere ist, dass eben verschiedene Wohnformate völlig durcheinander gebracht werden und Wohnszenarien halt, ne? Eben die Obdachlosen, die psychisch Kranken, vielleicht die Gewalttäter, ne? Vielleicht auch die Leute dann aus dem Ausland, die sich ja auch mittlerweile in der obdachlosen Szene tummeln. Das ist ein hochkomplexes Szenario und da brauchen wir eigentlich einfache und bezahlbare Lösungen. Ne? Und da fällt mir dazu eigentlich nur das eine ein, Massenproduktion von Kapseln. Ne? Ich meine, diese Kapselhotels, die gibt es im Osten schon und da freuen sich also eifrigen Zuspruch. In China, ne? Und in Japan. In China und in Japan gibt es die wohl alle schon, diese Kapselhotels und so weiter. Ja, da kann man im Internet wunderbare architektonische Lösungen schon bewundern. Ne? Und ich schlage einfach vor, dass wir geeignete Standorte in den Städten auskundschaften und die dann eben, also mir schwebt eben eine ovale Form vor, ja, für ein Wabenhotel. Eine ovale Form mit einem Kommunikation-Innenraum, ne, der eine hohe Decke hat, ne, das entspannt die ganze Atmosphäre schon. Ne. Das kenne ich aus solchen Räumen, also 8 Meter Decken sind wesentlich wohltuender für alle, wie eben diese 2 Meter Decken oder was, ne, das zum Beispiel, ne. Und man sollte diese Waben in einem Einheitsformat produzieren und im großen Stil, ja, diese Kapseln, ne? Und man sollte diese Standorte dann mit einer non-zellulären Matrix, also einem Hotel, einem Gebäudegerüst ausstatten und das dann mit Kapseln bestücken und dann sind wir zum Beispiel architektonisch schon mal weiter, ne? Ja. Jetzt hat es bei mir Piep gemacht. Ja, da müsste jemand doch dazugekommen sein vielleicht. Ne? Da ist vielleicht jemand dazugekommen noch. Ne? Ach so. Ja, also ja, generell, das war jetzt, das ist einfach eine sehr gute Ergänzung, weil die Frage stellt sich ja, wie kann man wirklich alle Leute praktisch sofort in Wohnungen unterbringen? Wenn vielleicht tatsächlich zu wenig Wohnraum da ist, dann hat man diese Möglichkeit mit diesen Mini-Kapsel-Projekten oder mit Tiny-House-Projekten innerhalb kürzester Zeit Wohnraum zu schaffen, ne? Genau darum geht es. Ja, ne? Ja. Ja, machen Sie ruhig noch zu Ende, ne? Ja gut, also ich meine, dann gibt es natürlich dann auch die Kleinfamilien in Gründung, die händeringend eben auch Wohnraum suchen, aber das ist ja dann ein anderes Kapitel. Ich meine, wir haben ja, wie die Dame vorhin schon sagte, also irrsinnige soziologische Konfliktsituationen, da also mit Gewalttätern, mit psychisch Kranken, mit ausländischen Flüchtlingen und so, ne? Und da muss man also im sozialen Bereich wirklich auch sozial-empirische Verbünde schaffen, also Ensemble von 20, 30 aus der Obdachlosenszene
Und daraus ergibt sich dann eine kleine Schar von Leuten, die miteinander können. Und die würden dann wieder in ein anderes anderes Gebäude weiterziehen. Ja, das kann ich mir das nicht vorstellen. Ne? Ich meine, das ist ein einziges Hau drauf. Ne? Also da herrscht einfach nur Faustrecht da bei den Suppenküchen und so. Und das muss man eben so dynamisch handhaben. Ne? Ja, danke. Die Zeit ist soweit rum. Vielleicht nur ein ganz kurzer Kommentar von mir dazu. Ja, das schließt ja schon fast die Brücke auch zu dem Thema, das wir bei den Kommunen haben. Ich habe gerade für die Fernsehzuschauer eingeblendet die Annonce, die heute erschienen ist oder gestern erschienen ist, wo wir ja auch Kommuneprojekte und deren Supervision und Begleitung anbieten. Und dann würde ja auch quasi, wenn man die Obdachlosen quasi wieder in Wohnen für alle bringt oder Recht auf Wohnen für alle und so weiter, dass man da auch eben kompetente Supervision braucht, damit die Menschen lernen, wieder erstmal friedlich und liebevoll miteinander leben zu können, statt sich die Köpfe einzuschlagen oder statt sich zu streiten wegen jeder Kleinigkeit und so weiter. Und sind wir auch hier, also ich bin ja hier vom Weltrat und von den Next Scientists for Future bin ich ja auch Mitglied sozusagen. Und ja, der Herr Wagner und ich, wir bieten ja so eine gemeinsame Supervision auch solcher Projekte dann an. Und dann würde vielleicht ja, eben zum Beispiel die Stadt Köln eben auch mit kompetenter Anleitung eben eine Supervision solcher Wohnprojekte machen, sodass das dann auch wirklich funktioniert. Und das ist nicht leicht. Aus schwierigen Menschen, die zerstört sind durch das, was ich mal nennen würde, ja, unser verrücktes Wirtschaftssystem im Kopf sozusagen, dass wir da eben gucken müssen, dass wirklich die Menschen erstmal wieder lernen, miteinander umzugehen. Ja, jetzt ja, ist in der Liste. Ja, jetzt wäre in der Liste die Inge dran. Ich weiß nicht, ob die Inge noch da ist. Ja, ich bin noch da. Ja. Also das ist ein Wunsch, das ist wie ein Wunschkonzert. Das wäre schön, wenn ich bin eine Kölnerin. Ich komme aus Köln und lebe jetzt in Berlin. Und ich kenne das ja in Köln auch, dass die Frauen vergewaltigt werden und man kann als Frau überhaupt nicht mehr rausgehen, weder in Berlin noch in Köln. Dann fängt das erst einmal an, die müssen erst einmal, der Muslime, die müssen erst einmal aufgeklärt werden. Bei denen sind wir ja Christen und die müssen vernichtet werden. Und ich war auch lange im Landgericht, ich habe vieles mitgekriegt. So einfach ist das mit diesen Brüdern oder Schwestern, wie auch immer, nicht. Und bei mir im Nachbarhaus, da sind jetzt zwei, Ausländer, die Frauen tragen da alle Kopftücher, die nachts feiern die. Da ist eine Lautstärke drin, da glauben sie gar nicht. Da wird rumgebrüllt und. Ach Gott, ich habe die Nase voll von den Menschen. Und das kriegen sie nicht raus, denn die wollen uns ja unterkriegen und nicht wir sie. Das ist meine Meinung. Ja, und deswegen... Schlag dich in die Fresse, Baum, ja? Das berührt den Punkt, dass wir zum Beispiel ja auch Reformen haben, Reform des Justizsystems, dass wir... Ja. Wir haben wir haben sicherlich auch das Problem, dass leider Richter, Staatsanwälte und Polizisten und Rechtsanwälte gleichermaßen vom Unfrieden in der Gesellschaft leben und genau. Davon profitieren und deswegen sozusagen eigentlich die Polizei die Bürger nicht mehr schützt, die Richter Täterschutz vor Opferschutz oft praktizieren, genau. Weil es einfach viel mehr Geld bringt, sich mit den Tätern zu beschäftigen. Das sind nämlich die Kunden und die Bürger fallen hinten runter, weswegen wir ja solche Konzepte in die Diskussion gebracht haben, wie über Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme und so eventuell sogar eine Sicherheitsstimme, sozusagen die Leistung der Richter, ob sie wirklich Frieden schaffen in einem Bezirk Leistung der Polizei zu messen daran, ob sie wirklich Harmonie und Frieden stiften und schaffen oder ob sie eher noch Öl ins Feuer gießen und die Sachen noch hochkochen sozusagen. Ja, genau. Ja.
Das ist nämlich meine Erfahrung, dass Polizei eigentlich kontraproduktiv arbeitet in vieler Hinsicht. Also Polizisten müssen sich schlagen lassen, dürfen sich nicht wehren. Und müssen sich bespucken lassen und so weiter, sich von Hooligans verprügeln lassen und so weiter. Und wir sind alle Nazis, ne? Ja, ja. Sag mal, das ist eine ganz schwierige Sache, um das zu. Jetzt kommen so viele die Afghanen hierher. Ja, das sind da alles Moslem. Das sind Teil, okay, sind auch Christen dabei, aber soll angeblich viele Verbrecher, Vergewaltiger und sowas hierher kommen. Naja, wie gesagt, also das war jetzt mal so zu diesem Thema. Jetzt ist wieder der Herr Wagner dran, gell? Ja, also ich muss dich jetzt leider ausklinken, es ist 9 Uhr und ich bin krank, ich bin Diabetikerin, ich muss mich spritzen und muss Tabletten nehmen. Also ich werde mich öfters nochmal einklinken, das ist ja hochinteressant bei Ihnen. Ja, wir reden hier über alle wichtigen Fragen der Menschheit. Ja, genau, und man kann offen reden, ne? Ja, dann alles klar, bis bald, gell? Bis dann, ne, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, tschüssi. Ja, tschüss. Tschüss. Herr Wagner, Sie sind dran, gell? Herr Wagner? Hallo? Wo ist der Herr Wagner hin? Ja? Na, da ist rausgefallen. Dann wird er, Moment, dann mache ich mal Folgendes hier. Ich hab die technischen Möglichkeiten, habe ich ja hier. Aha. So, ich habe jetzt mal gerade, was denn jetzt passiert? Ja, also ich habe zugehört, was da über Wohnen und Mobilitätsveränderungen so alles für Ideen waren. Finde ich alles spannende Ideen. Ich wollte zum Grundlegenden noch sagen, damit die neuen Teilnehmer des Gesprächs und die, die es vielleicht dann auch auf YouTube sehen können, das nochmal wissen. Also wir stellen uns vor, dass man von verschiedenen Seiten an Gesellschaftsveränderungen herangehen muss. Und wir nennen das doppelte Doppelschienigkeit. Also Doppelschienigkeit erstmal in dem Sinne innersystemisch oder mit dem parlamentarischen Weg und außersystemisch oder außerparlamentarisch. Innersystemisch ist es Partei- und Reformprogramme und gleichzeitig würde ich meinen, dass da auch schon ganz wichtig ist, Bildungsarbeit zu machen, also als Teil auch der Reformen. Am besten, dass die Leute vielleicht auch das Außerparlamentarische zumindest besuchsweise mal kennenlernen können, nämlich in den Kommunen mal vorbeischauen können und das mal miterleben können. Der außerparlamentarische Weg ist dann überwiegend der Weg, Kommunen zu bilden. Und der teilt sich auf in die beiden Schienen, dass man einerseits hofft, die Menschen da gleich durch Verantwortungsbildung auf ein hohes Identifikationslevel zu heben. Post-conventional Level nennt man das in der Entwicklungspsychologie, dass der Mensch sich so mit dem Wohl des Ganzen identifiziert, alles kritisch durchdenkt, ob es dazu passt oder nicht passt. Und ja, aber auch da muss man natürlich mit bedenken, inwiefern brauchen die Menschen zusätzlich doch auch noch kurzfristigere Belohnungseffekte, weil sie vielleicht diesen ganz weiten Horizont, der Dylan nennt das auch ozeanisches Einheitsbewusstsein mit der Welt, weil sie das noch nicht haben. Ich nenne es am liebsten, weil Post-Conventional Level nur sagt, wonach etwas kommt, nach dem konventionellen Level, wo man blind den gesellschaftlichen Spielregeln hinterher rennt. Ich nenne es am liebsten Spirit Identification oder Identification Level, also die Ebene, wo ein Mensch sich mit seiner Vernunftseele identifiziert und dieser Vernunftseele gemäß nach dem im Ganzen Sinnvollen und Guten schaut und nicht diese Vernunft degradiert zum Erfüllungsgehilfen für irgendwelche kleineren Interessen, kurzsichtigeren Interessen. Ja, also diese doppelte Doppelschienigkeit, die finde ich ganz wertvoll und ich helfe da auch gerne mit innersystemisch jetzt bei dieser Partei des Gemeinwohls. Also mein Ding, mein Hauptschwerpunkt ist ja immer die freie Argumentekultur und die Diskriminierungsvermeidung, dass Menschen nicht mit nicht argumentativen Mitteln untergebuttert werden. Und da wirke ich dann mit diesen Foren sehr stark mit. Und in der Partei soll ich ja so, wenn ich das richtig verstanden, ein Stück weit wie eine Art Aufsichtsratsmitglied auch schauen, dass solche nicht argumentative Manipulation und Diskriminierung nicht zustande kommt. Denn die Gefahr ist riesengroß, dass dadurch sehr gute Ansätze immer wieder unterwandert werden und kaputt gemacht werden. Ja, das wäre das, was ich noch zur Erklärung auch für diese Mehrschienigkeit so den Diskussionen der Einzelthemen so hinzufügen wollte.
Ja, dann ist die Frage jetzt, ob der Luis sich noch oder sonst noch jemand einklinken wollte, der noch bis jetzt gar nicht dran war, der bis jetzt noch gar nicht dran war. Irgendjemand noch, der sich jetzt von denen, die noch nicht sich gemeldet haben, einklinken möchte? Offensichtlich nicht, dann mache ich erst weiter und dann ist der Clemento wieder dran und dann wieder der Wagner. Ich sag mal nur zur Erklärung, dem Luis habe ich gesagt, dass er mit seinem Telefon auch sich mit einschalten kann, weil hier wird es ja jetzt dunkel und kalt und nass und deshalb liegen wir in den Zelten. Und da liege ich jetzt mit meinem kleinen Sohn, der sich hier angekuschelt hat, und der Luis müsste sich mit seinem Telefon einwählen. Das weiß er aber. Ne? Und aber er weiß auch, dass man es heute ein paar Mal probieren muss, weil irgendwie das die Globify irgendwie zum ersten Mal überhaupt technische Probleme zu scheinen haben offensichtlich. Ne? Ich hoffe, dass er das weiß. Das hat er mitgekriegt. Ja gut, dann mache ich jetzt erst einmal weiter. Also der Herr Wagner hat das ja eben richtig angesprochen. Er ist ja auch sozusagen im Parteikonzept der Partei des Gemeinwohls ja als moralischer Aufsichtsrat. Haben wir ja zwei Instanzen. Ihn als den Anwalt der freien Argumentekultur und der echten Demokratie sozusagen. Denn wir haben ja das Problem in den üblichen Parteien, dass dort überhaupt keine freie Argumentekultur stattfindet. Zum Beispiel die Basis, die ja jetzt neu ist, die wir ja beraten haben. Wir hatten ja auch aus Österreich immer wieder Leute von der Partei, vom Vorstand der Partei, die wir beraten haben und so weiter. Aber immer ist die Tendenz sozusagen, überhaupt nicht zu gucken, wo sind denn in der Welt überhaupt Experten, die politische Lösungsmodelle entwickelt haben und mit denen dann zu diskutieren und deren Argumente zu hören, mit denen diese Personen, diese Experten vielleicht den vorläufigen Konzepten der Parteien widersprechen und sagen, da gibt's aber Argumente, die dagegen sprechen. Ich habe das ja letztes Mal deutlich gemacht, also dass es eben für viele Dinge, wenn man wirklich mal auf Argumente eingeht, dann wird schnell klar, dass bestimmte politische Konzepte einfach absurd sind, ja, und eben unrealistisch sind von den Konzepten her. Und die Partei des Gemeinwohls ist ja so konzipiert, dass jedes Mitglied eigentlich sich eher als ein Inspirationsgeber für Ideen versteht und das aber eigentlich immer wieder mit sachlichen Argumenten diskutiert wird und an den Reformen gefeilt wird. Und unser Wunschziel wäre ja eigentlich im Idealfalle, die Basis verfügt zurzeit als deutsche Partei zurzeit über einen Monatsetat von circa 500.000 Euro. Damit könnte sie lauter repräsentative Wählerstichproben, die finanzieren übrigens auch Studien beim Wahlforschungsinstitut INSA zum Beispiel, habe ich jetzt mitgekriegt, die könnten also bei Allensbach, bei INSA, bei Forsa, könnten die ständig sich repräsentative Wählerstichproben zusammenstellen lassen und dann die Wähler die Argumente prüfen lassen und die Wähler konsensieren lassen, welche der Argumente sie überzeugender finden und welche Reform, zum Beispiel welche Variante der Gesundheitsreform, der Ernährungssystemreform, der Bildungsreform, Wirtschaftsreform oder was, die Wähler dann für am besten halten. Das ist ja das Grundprinzip von freier Argumentekultur und Basisdemokratie in Kombination, dass man versucht quasi erstens alle Argumente auf den Tisch zu bringen. Kein Argument auszusperren, also weder Laienargumente noch Expertenargumente auszusperren, wie das die Basis leider tut in Deutschland, ja, und dann eben nicht die Parteimitglieder konsensieren lassen, denn wenn in eine Partei zum Beispiel unterwandert wird von lauter Rechtsradikalen, dann konsensieren die natürlich immer ein rechtsradikales Programm. Also das hilft uns nicht weiter, die Parteimitglieder konsensieren zu lassen. Wir müssen repräsentative Wählerstichproben konsensieren lassen und die Basis mit ihren über 30.000 Parteimitgliedern und 500.000 Monatsbeitrag jeden Monat, die könnten sich den Luxus leisten, wirklich
die Wähler zu befragen und nicht die Parteimitglieder. Denn die Parteimitglieder zu befragen ist uninteressant, weil es sich um nicht repräsentative Wählerstichproben handelt. Und wir bräuchten ja, wenn wir wirkliche Basisdemokratie machen, müssen wir ja die Wähler entscheiden lassen. Ne? Und die Wähler bestimmen lassen und nicht Parteimitglieder bestimmen lassen. Parteimitglieder sind nicht identisch mit der Wählerschaft. Ne? Ja, also und das, ihr letzter Satz noch dazu, also quasi, Herr Wagner hat es schon angedeutet, weil er versucht auch Bildung zu machen Richtung Verantwortungsbewusstsein für das große Ganze, wenn ich mal so sage. Und eben, wie gesagt, er als Anwalt für die freie Argumentekultur gehört genauso zum Aufsichtsrat, zum moralischen Aufsichtsrat der Partei des Gemeinwohls wie Weltrat, also die 23 Professoren, Doktoren von Weltrat und Next Scientists for Future auch zu diesem moralischen Aufsichtsrat gehören, die immer darüber wachen, dass wir wirklich alle Argumente zulassen, über alle Argumente diskutieren und idealerweise die Wähler entscheiden lassen und nicht, wie es die meisten neuen Parteien und kleinen Parteien auch alle machen und auch die großen Parteien, dass einfach eigentlich immer nur irgendeine Linie durchgezogen wird, ohne dass argumentativ geprüft wird, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ne? Ja, dann gebe ich jetzt weiter an den Clemento. Ja, gut, ja, das mit der Demokratie sehe ich schon ein bisschen skeptisch, ne? Was ich so im Volk im Einzelnen sehe, wenn ich so in die Kneipen gehe, ob das die Türkenkneipe ist oder die bürgerliche deutsche Kneipe, ne? Da baut sich was zusammen, ja. Und mit den Leuten kann man auch nicht mehr rational dann oder argumentativ kommunizieren, ne? Und wir brauchen jetzt dringend und schnelle und bezahlbare Lösungen, die sich möglicherweise sogar finanziell selber tragen, ne? Und was ich da dem Dylan hier als Konzept mal gepostet habe, das kann er gerne dann auch an ausgesuchte Diskutanten in der Gruppe dann weiter kommunizieren. Ne? Das geht eben, ich werde es jetzt schon mal gleich versuchen einzublenden in die Kamera, ja? Ja. Ne, also diese Kapselgeschichte, die ist bezahlbar und ich habe das auch ausgeführt. Ne, man kann es sogar in einem gewissen europäischen Kontext nutzen, also eine Mehrfachnutzung mit Kulturprogrammen, mit Seminaren und so weiter und so weiter. Ne. Und bin ich noch auf Sendung? Ja, wir hören. Ja gut, also ich war ja teilweise auch Obdachlosen bei den Suppenküchen, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man hier noch konstruktive Kräfte mobilisieren oder separieren. Ne? Und da stelle ich mir vor, dass wirklich Soziologen, die was von dem Fach verstehen, eben sich unter dieses Völkchen mischen und genau Kandidaten aussuchen, die potenziell überhaupt in der Lage wären, eine Gruppe, eine Wohngruppe oder sowas in der Art zu formatieren, ne? Und so weiter und so weiter. Aber was wir brauchen, sind dringend diese Bauten, ne, diese Kapsel, das sind Hotels oder was, ne, auf jeden Fall hier im Kölner Raum wird es noch ein halbes Dutzend, ja, die wirklich in einem Einheitsformat in Serie produziert werden, das würde auch wieder Arbeitsplätze generieren und so weiter. Und das könnte man dann auch deutschlandweit dann ausbauen, dieses Kapselmodell, ja, das ist bezahlbar und da holt man die Leute von der Straße, ne, die werden nämlich kriminell, ne? Das ist der Punkt, ne? Ja, das ist das, was ich momentan sagen wollte. Ja, danke, vielen Dank. Und vielleicht eine kurze Bemerkung von mir noch dazu, dass ich gerade eingeblendet habe. Leider haben Sie noch keine Bilder von diesen Kapselwohnungen geschickt, aber ich habe mir jetzt wenigstens mal die Trikes, also die Mobilitätsvorschläge eingeblendet Richtung Überlegungen zu einer besseren Mobilität, die gesünder ist, weil da und die weniger Abgase hat und so weiter. Ich gucke mal, die zweite E-Mail, war da was an Bildern drin? Nur so als Frage noch, Augenblick. TD Insomnia. TD Insomnia, da sind Bilder drin, ja.
Auch von diesen Wohngeschichten? Ja. Dann versuche ich das mal gerade. Ah ja, hier sehe ich so. Ach ja, da sieht man so diese kleinen Waben, ja? Ich sehe es gerade hier so. Und mehrere Stockwerke und lauter solche kleinen Waben, wie ich sie aus den japanischen Hotels kenne, wo man mit so einer kleinen Kapsel, weil ja in Tokio ist ja kaum Platz, da sind ja Millionen Menschen auf engstem Raum. Ah ja, hier sieht man wunderbar diese Bilder. Augenblick, ja, ich mach's noch ein bisschen größer, ne, damit die Zuschauer das schön sehen können, ja. Chinas neues Kapselhotel steht in Xi'an. Die günstigen Schlafzellen bieten 2,56 Quadratmeter Platz, haben Matratze. Ist also so wie im Zelt, nur eben etwas stabiler und wetterfest und so weiter, gell? Und so weiter. Ja, vor allen Dingen Schallschutz. Schallschutz ist da auch. Ja, das sehe ich hier auch gerade, dass hier auch Schallschutz eine Rolle spielt. Ja, das ist hochinteressant. Jetzt habe ich, das sind also sozusagen Inspirationen, die sicherlich für die Partei sehr hilfreich sind, dass man so nämlich dieses Recht auf Wohnen und dieses Recht auf sofortiges Wohnen kann man auf diese Weise realisieren. Ja? Das ist und könnte man mit Preiswert realisieren, wo man sonst Jahrzehnte an irgendwelchen Sozialwohnungen baut, könnte man innerhalb von Wochen und Monaten sowas hochziehen und könnte einfach die Leute schon mal unterbringen, begleitet unterbringen, denn alleine sollte man die Leute nicht lassen, weil wie gesagt die Menschen so zerstört sind, dass sie sich eher dann die Köpfe einschlagen und so weiter, also und oder wieder totsaufen, und deswegen muss das begleitet werden und sozial begleitet werden. So ähnlich wie wir ja auch sagen, eine Kommune, glaube ich, dass sie nur dann funktionieren kann, wenn sie durch eine gute Supervision begleitet wird, denn wir Menschen sind so aufs Streiten hingeeicht, dass sich die meisten Kommunen schon gleich in den Anfangsphasen stressen, zerstreiten und am Ende kommt dann höchstens eine langweilige WG raus, aber nicht wirklich ein glückliches, wegweisendes Projekt. Ja, aber ich gebe weiter an Herrn Wagner. Ja, ja, danke schön an die Vorredner. Sehr spannende Fragen, die ihr da auch mit aufgeworfen habt. Ja, die freie Argumentekultur als Ausdruck echter Demokratie, die schließt ja viele Seiten dann mit ein, die mit bedacht werden sollten. Wenn alle Argumente auf den Tisch kommen können, dann ist das auch so. Und dann würde natürlich als eine ganz wichtige Frage, Grundfrage, zum Beispiel auch mit auf den Tisch kommen, wie rational sind denn überhaupt die Wähler und wie verantwortungsfähig sind sie? Also wer Auto fahren will, braucht einen Führerschein. Oder wenn Menschen ihre Schulkinder einem Schulbusfahrer anvertrauen, dann setzen die voraus, dass der nicht nur fahrtüchtig ist, sondern dass der auch nicht alkoholisiert ist oder was weiß ich. Das heißt, da wird eine Reife oder Fahrkompetenz oder überhaupt dann, wenn es um verantwortliches Entscheiden geht oder Wählen geht, eine Verantwortungsreife oder Kompetenz dafür sicherlich von Bedeutung sein, ist ein Thema, was völlig ausgeblendet ist, also in der heutigen Gesellschaft. Da braucht man den Führerschein zwar fürs Autofahren, aber für die Mündigkeit reicht das reine Alter aus, ohne dass vorhandenes wissenschaftliches Wissen, wie jetzt zum Beispiel über diese Verantwortungsreife, überhaupt irgendwie mitbedacht wird. Und genauso die Frage, inwiefern echte Demokratie auf eine Gruppe begrenzt werden kann oder verstanden werden kann, die mit ihren Entscheidungen weit über sich selbst hinaus andere Gruppen bzw. Menschen mit beeinflusst. Also man kann das, glaube ich, sehr gut dann den Wählern im Sinne auch von Demokratiebildung vermitteln, indem man ihnen sagt, stellt euch vor, ihr lebt in einem Haus, von mir aus Mietshaus, und dann ist es so, dass da also eine Gruppe von, sagen wir, 3, 4 Wohnungen, dass die jetzt entscheiden würde zum Beispiel, dass der Brandschutz in dem ganzen Haus abgebaut werden sollte. Dann werden die anderen Wohnungsmieter da in dem Haus, die werden sagen, hey, hallo, Moment, ihr könnt nicht jetzt als kleine Gruppe eine Entscheidung treffen, die viel mehr Menschen als euch hier jetzt mitbetrifft, da müsst ihr uns mit fragen.
Also die Entscheidungsgruppe muss mit der betroffenen Gruppe auch harmonisiert werden. Und dann sind große Fragen mit auf dem Tisch, also von denen ich mir wünsche, dass sie überhaupt ins Bewusstsein, auch ins Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung irgendwie mal reinkommen können. Also wenn in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel die Mehrheit der Bürger, weil sie zum Beispiel von CDU und FDP ein Angebot bekommen, hier am Ende der Wahlperiode habt ihr so und so viel Euro mit mehr im Portemonnaie, wählt uns, während gleichzeitig, was weiß ich, ein, zwei Wissenschaftler schreien, da wird aber die Lebensgrundlage der Kinder in der dritten Welt oder der Kinder der Zukunft völlig mit kaputt gemacht. Ihr könnt nicht nur auf die paar Euro mehr am Ende der Wahlperiode in eurem Portemonnaie achten. Dann wird natürlich kein Mensch, der das jetzt vernünftig beurteilen soll, sagen, nö, ist trotzdem okay, es soll nach den paar Euro mehr gehen. Sondern jeder wird dann, wenn auch zähneknirschend, sagen, ja, ja, gut, wenn man die anderen Menschen als gleichwertige Menschen mit berücksichtigen will, dann muss man sie wirklich auch mitbedenken und muss sie auch tatsächlich mit berücksichtigen. Das heißt, da sehe ich große Potenziale für in Richtung Verantwortungs- und Demokratiereife gehende Bildungsprozesse, wenn man das verknüpft, die freie Argumentekultur und die Suche nach der echten Demokratie. Ja, danke. Danke. Und genau, und diese Suche nach der echten Demokratie. Dylan, du bist nur sehr leise zu hören, zumindest bei ja, danke, danke für den Hinweis. Ich habe wieder mal das Telefon vergessen. Ja, ja. Ja, super. So, jetzt bin ich wieder zu hören, ne? Also, ja, gut, ja. Und ich die Partei des Gemeinwohls ist die erste Partei, die uns wirklich wieder eine demokratische Struktur ermöglichen kann, weil ich lese mal vor, was in dem Parteiprogramm die ersten zwei Sätze sind. Nur, dass man das mal versteht, wie sich diese Partei diametral unterscheidet von allen anderen Parteien, die es gibt. Nämlich Parteiprogramm, aktueller Zwischenstand, Gemeinwohlwirtschaft ist gleich Weltrettung. Endlich wählbar. Einzig Gutes tun wird belohnt, dem Bewussten und dem Nichtbewussten Schlechtes tun wird die Beute entzogen. Und jetzt kommt's. Widersprechen Sie uns in unseren Talkshows per Telefon oder online mit guten Argumenten. Wo irren wir uns? Fragezeichen. Bitte Kontakt aufnehmen, siehe Impressum. Ja, das heißt, schon der zweite Satz der Partei lädt ein dazu, widersprechen Sie uns, sagen Sie uns, wo wir uns irren. Jetzt, ich habe heute gerade versucht, mit der SPD zu sprechen. Die CDU und die FDP und die Grünen und die Linken, die waren eigentlich alle sehr nett, aber die SPD zum Beispiel, ach, wir wollen gar nichts wissen von neuen Ideen, wir wollen auch nichts wissen von Gemeinwohlwirtschaft, nee, wir wissen doch alles. Ja, das ist die Grundhaltung der normalen Partei. Die wissen alles, die wollen eigentlich nichts wissen, die wollen nur den Bürgern irgendwie, und solange die auch irgendwie Stimmen kriegen, haben die sowieso kein Interesse, auch nur irgendwie ihre internes Denken zu hinterfragen und zu reflektieren. Und damit, dass die Partei des Gemeinwohls ist ja konzipiert als Frackpartei, das heißt auf Deutsch Freie Argumente Kulturpartei. Ja, weil sie eben sich genau das nicht macht, was die Basis gerade macht. Die Basis schottet sich ab gegen alle externen Experten, will nichts wissen und nichts hören von außenstehenden Experten, ja. Und ich habe das damals erlebt mit dem heutigen Bundesvorsitzenden von der Basis, mit dem Herrn Baum, der im Prinzip ja neue Ideen gleich abgeblockt hat, denn er hat ja quasi gesagt, ja, mit der sozialen Dreigliederung wissen wir doch eigentlich, wie das richtig geht. Ja, und so, ja, und diese Mentalität, dass die Menschen nicht mehr miteinander sprechen und nicht mehr sagen, hier, wo irr ich mich, wo irrst du dich, sagen, hier, ich lese nochmal dir vor. Widersprechen Sie uns in unseren Talkshows per Telefon oder online mit guten Argumenten. Wo irren wir uns? Bitte Kontakt aufnehmen, siehe Impressum. Ja, das gibt's in keiner anderen Partei. Alle Parteien erlebe ich, und ich habe ja ständig Kontakt mit Parteien, im Wesentlichen als
fast schon wie eine Sekte. Und die österreichische Basispartei ist da so ein gewisser Ausnahme bis jetzt. Aber nur die österreichische. Aber zum Beispiel schon die deutsche Partei, die Basis, erscheint eher, tritt eher auf wie eine Sekte, die von außen, genauso wie die Zeugen Jehovas, ja auch nicht wissen wollen, welche Argumente dafür sprechen, dass vielleicht doch eine Evolution existiert, ja, und dass Evolutionsbiologie vielleicht auch Wahrheiten hat. Das wollen die gar nicht wissen, weil das will eine Sekte nicht wissen. Und so verhalten sich die normalen Parteien. Und so sind wir jetzt quasi die erste Partei, die nicht nur Gemeinwohlwirtschaft allgemein wieder zum ersten Mal als Weltlösung vorstellt, sondern auch gleichzeitig noch die freie Argumentekultur garantiert hat, auch gerade durch den moralischen Aufsichtsrat, zu dem ja auch der Herr Wagner gehört, und der als Garant und als Anwalt der freien Argumentekultur dafür sorgt, dass wir wirklich alle Pro- und Kontra-Argumente, alle Argumente, die in der Welt existent sind, wirklich diskutieren und prüfen. Und wie gesagt, mein Vorschlag, im Idealfalle lassen wir die Wählerinnen konsensieren. Nur, das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Die Basis hat 500.000 Euro im Monat zur Verfügung, wir 0 Euro, weil wir auch gesagt haben, wir nehmen erstmal keinen Mitgliedsbeitrag, um es den Leuten nicht so schwer zu machen, Mitglied zu werden. Naja, das hat den Nachteil, dass man dann natürlich repräsentative Wählerstichproben nicht so leicht finanzieren kann. Aber ich gebe weiter an Clemento. Ja, also im politischen Alltag, die Parteien stehen mit Programmen im Wahlkampf und der Wähler erwartet von einer Partei, dass sie Kontur zeigt, ne? Und da muss sich eine Partei auch irgendwann einen Redaktionsschluss setzen, ja? Ich meine, dieses Parteiprogramm der PDG wurde ja eigentlich auch von einem kleinen Kreis erstmal formuliert, ja. Aber es geht eben, wie der Name der Partei schon sagt, um das Gemeinwohl und das gilt es zu erzielen und das erwarten eben die Menschen draußen im Lande von uns. Die Inge zum Beispiel, die ist vollkommen verzweifelt, wie 100.000 andere brave Bürger hier im Lande, dass das alles nur noch drunter und drüber geht, ja. Dass auch keiner sich traut, heiße Eisen anzugehen, ne. Es gibt Weltbilder und Religionen und Ideologien, die sind nicht überbrückbar. Ich habe mit jungen Leuten am Kirchplatz hier diskutiert, die waren komplett indoktriniert. Die waren für gesunde Argumente nicht mehr zugänglich. Ne? Und da ist dann also diese Argumentationsvielfalt dann auch an ihrem Ende. Ne? Ich meine, wir müssen uns eine Handlungsfähigkeit bewahren. Ne? Und das will ich ja jetzt auch auf den Weg bringen, auf kleinem Level eben mit diesem Kapselhotel. Das ist eine bezahlbare Sache und das könnte Pilotcharakter für ganz Deutschland haben, wenn wir hier im großen Kölner Raum eben 6 von diesen, ich nenne das ja non-zelluläre Matrix in Anlehnung an die Medizin, ne, dass dieses Gerüst, dieses Ovalgerüst dann mit diesen Kapseln bestückt wird und die werden erstmal mehr oder weniger auf gut Glück erstmal besiedelt. Auf gut Glück, das kann ich Ihnen gleich sagen, ne? Weil ich kenne die Szene, ne? Die ist so heterogen und auch teilweise gewalttätig durchsetzt, da sind auch psychisch Kranke und da sind vor allen Dingen sehr viele Obdachlose, die sind überhaupt erst durch die Obdachlosigkeit krank geworden. Das ist ja das Erschreckende, ne? Und wir müssen Fakten schaffen und zwar bezahlbare Fakten und da wäre dieses Pilotprojekt, das hätte oberste Priorität jetzt für die PDG, würde ich mal sagen, ne? Ja, mehr sage ich jetzt in 4 Minuten. Ja, danke. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, also dieses Recht auf Wohnen und dieses Null Obdachlosigkeit, Null Arbeitslosigkeit ist sicherlich einer der ganz großen Schwerpunkte der Partei des Gemeinwohls. Das Programm, was ja jetzt in der Homepage steht, ist eben jetzt aber nur zu verstehen als ein Zwischenergebnis, denn das ist quasi die Einladung dazu,
Jetzt hier haben wir schon mal eine bestimmte Vorstellung von Gemeinwohlwirtschaft und einzelnen Reformen. Und jetzt bitteschön, Leute, kommt und widersprecht und diskutiert und macht Talkshows. Wir haben ja auch überlegt, ob wir nicht nächste Woche Donnerstag 20.15 Uhr, wenn da der Herr Wagner könnte als Moderator, vielleicht auch wieder die Gemeinwohllobby, Frau Grimmenstein, vielleicht einladen könnten. Können wir ja nachher noch kurz besprechen. Dass wir wirklich ins Gespräch kommen, aber ich kann die Erfahrung vom Klotwigplatz da, also quasi diesen Erfahrungsbericht bestätigen. Die meisten Menschen wollen nicht mehr argumentieren, die wollen nur noch mit, am liebsten sogar fast schon mit Gewalt, ihre Sichtweise durchdrücken, egal wie irrational die ist. Einfach nur noch durchdrücken und so weiter. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, dass wir hier sozusagen, wir sind hier eine der wenigen Bastionen der Menschheit, wo man noch versucht, wirklich mit Argumenten und über konkrete argumentative Begründungen von bestimmten Reformen zu sprechen. Aber ich gebe weiter an Herrn Wagner. Ja, hallo. Also Dank wieder an die Vorredner. Sehr interessant. Ja, wir müssen auf jeden Fall also alles offen diskutieren können. Auch diese Frage, wie sieht das aus mit der Offenheit verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, dass die überhaupt bereit wären, da auch sich in Frage stellen zu lassen und zu schauen, was ist denn überhaupt verantwortungsfähig? Da wird auf jeden Fall auch vieles einfach blind übergangen oder ausgeblendet von der jetzigen Politik. Denn die gucken gar nicht genauer hin. Also auch auf Werte wird da eigentlich wenig geachtet. Also die schauen drauf, was ihre politischen kurzsichtigen Kalküle befriedigt, aber nicht auf wirklich das, was da aus verantwortlicher Sicht, wo man Unterschiede machen muss. Also ich bin ja auch Theologe und habe vergleichende Religionswissenschaften studiert. Also da sehe ich so einige Fragen, auch nach der Frage, nach dem Thema Gewalt in den Religionen, was wirklich viel zu leichtfertig behandelt wird. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn da entsprechende Umstände rauskommen. Ja, da müsste man wirklich den Dingen auf den Grund gehen, und zwar in allen Hinsichten. Also sicherlich sind auch solche Hilfen wie so Kapseln für Obdachlose ganz fantasievolle, kreative, hilfreiche Lösungsvorschläge, denke ich auch. Also ich bin ja viel rumgezogen als freiwillig Obdachloser auch und habe dabei auch so Mini-Behausungen gebaut, auch mir selber gebaut, habe andere da auch mit untergebracht, also kleine Jurten, Erdlöcher, Fahrradwohnanhänger und solche Sachen. Also ist ganz spannend, da mit diesen Dingen natürlich auch zu experimentieren. Aber wir müssen alles haben. Wir müssen kleine, gute Lösungen haben und wir müssen den großen Horizont offen halten, was das globale Gemeinwohl angeht, die Überlebensfähigkeit der Menschheit, was die Möglichkeit angeht, jetzt hier echte Demokratie zu praktizieren, diesen ersten Grundsatz der freien Argumentekultur. Wir müssen die Dinge zusammenführen, denn nur wenn wir insgesamt offen sind für das vernünftigste Argument, dann werden wir in allen Einzelbereichen auch die besten Lösungen finden können. Wenn wir aber nur irgendwelche Einzelantworten haben und nicht als allgemeine Grundlage diese offene Vernünftigkeit, dann werden wir an einigen Stellen richtig liegen und an vielen anderen Stellen falsch oder werden keine Antworten da haben oder kein Antwortenfindungskonzept, was wirklich neue Wege öffnet. Und deshalb müssen wir alle diese Dinge miteinander verknüpfen. Ja, da wirke ich gerne bei mit, dass wir das tun, so gut wir können, und gebe weiter. Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich wieder zu hören. Ja, jetzt hört man mich wieder, glaube ich. Ja, also... Genau, also ich will gerade nur noch mal hier, bevor ich loslege, die Bilder noch mal, jetzt auch noch mal die Seite der Trikes noch mal einbilden. Also die Wohnungsgeschichte habe ich jetzt ganz oft im Bild gehabt für die Zuschauer, ja.
denn wir machen ja hier quasi so eine Radioshow mit Bildern, ne? Also das ist ja unser, was wir hier im Moment leisten können, solange wir uns ja jetzt hier in diesem Telefonkonferenzformat bewegen. Und jetzt will ich aber nochmal diese Trikes den Leuten zeigen, zur Mobilitätsfrage auch nochmal. Einfach nur, dass sie diese schönen Bilder schon mal gesehen haben, denn die inspirieren sozusagen. Denn das war auch so, da habe ich wirklich sehr viel drüber nachgedacht, über solche Dinge. Gut, das blende ich jetzt einfach ein hier, dass man das mal sieht hier, diese Studien, diese Dreieck-Studien als Alternative zu unserem, ja, zu den SUVs, die wie Panzer durch die Städte donnern, ja, das ist die gesunde Alternative, ne, solche Dinge hier. Ja, genau, ich zeige das dann gleich nochmal ausführlicher. Aber erstmal mache ich jetzt erstmal meinen Beitrag. Ja, ich mache mal nur ein Beispiel jetzt, von wegen Argumente und Diskussion. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, das habe ich schon öfters geschildert, dass die Sozialsparten sind ja die Berufsstände, die paradoxerweise, ich habe es vorhin schon angedeutet, Richter leben von Straftätern, Polizisten leben von Straftätern, Anwälte leben von Straftätern und Staatsanwälte leben von Straftätern. Das Reduzieren von Straftaten ist also eigentlich im Karriereinteresse von Richtern, Polizisten, Staatsanwälten und Rechtsanwälten eigentlich nicht vorteilhaft, weil die Belohnung noch nicht gemeinwohlorientiert ist. Erst in der Gemeinwohlwirtschaft werden Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Rechtsanwälte gleichermaßen dann belohnt, wenn mehr Frieden geschaffen wird. Sozialer, legaler Frieden geschaffen wird. Und das ist das Prinzip der Gemeinwohlwirtschaft. Und genauso ist es bei den Sozialsparten so, dass die Arbeitsamtmitarbeiter leben davon, dass die Armee der Arbeitslosen eher größer wird, weil dann neue Stellen geschaffen werden, neue Aufstiegsmöglichkeiten entstehen, neue Karrieremöglichkeiten resultieren. Und deswegen entstand in den Sozialsparten auch ein sehr gefährlicher, vorteilbringender Irrtum, nämlich, dass alle Menschen gleich seien, dass alle Kinder, alle neugeborenen Kinder völlig gleich seien. Also dann frage ich mich, warum es eigentlich Kinder gibt, die als Erwachsene dann 2,30 Meter groß sind und andere nur 1,50 Meter groß sind. Woher kommen solche Unterschiede, wenn doch alle gleich sind? Aber komischerweise ist die Annahme wirklich, dass auch alle Kinder gleich intelligent seien, von Geburt jedenfalls aus. Das verleugnet die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen und das führt dann zu dem Problem, dass dann zum Beispiel viele Parteien sagen, ja, wir müssen einfach Vermögenssteuer machen, wir müssen möglichst viel Geld von den Reichen nehmen und es zu den Ärmeren schaufeln. Das ist an sich ja eine gute Idee, da gewisse Ausgleiche zu schaffen, hat nur ein kleines Problem. Nämlich, wenn ich es überreize, dann passiert das, was ich gerade im Internetfernsehen gesehen habe, dass dieser reiche Investor, ich glaube Thelen heißt er, den kennt man, glaube ich, auch von der Höhle der Löwen als Investor, dass der eben ganz klar sich in Interviews geäußert hat, dass er gesagt, ich überlege im Moment ernsthaft auszuwandern, weil wenn der Staat mir signalisiert, dass er uns Investoren und Arbeitsplätze schaffe und so weiter eigentlich nur noch aggressiv melken möchte, ja, dann bin ich dann halt weg und dann nehme ich auch mein Vermögen mit und dann wird Deutschland hinterher ärmer sein als vorher. Also man muss bei all diesen Dingen doch überlegen, hoppla, wir brauchen doch auch in einer gesunden Kommune, in einer Lebensgemeinschaft, brauchen wir doch auch die Fähigen und die weniger Fähigen und die nicht Fähigen. Wir brauchen doch alle, ja. Und aber viele tun in der Politik so, als könnten wir den Fähigen unseres Landes eigentlich einen Tritt geben, so nach dem Motto, verschwindet doch. Ich habe das mal erlebt bei der
bei der Partei, das war die Economy for Mankind, der hat wirklich ganz klar gesagt, die Reichen, die können doch alle verschwinden, die brauchen wir doch alle nicht. So als ob dann plötzlich sozusagen jeder Mensch in der Lage wäre, mal soeben einen Mercedes-Benz zu erfinden oder einen damals, also den ersten Mercedes zu erfinden und so weiter. Dabei sind es immer nur Ausnahmemenschen, die die ganz großen Erfindungen machen und die ganz großen Neuerungen machen. Und diese Idee, dass man einfach, die bei vielen politischen Parteien gegeben ist, dass man einfach so hingehen kann, wir nehmen jetzt einfach mal den Reichen einfach alles weg und die wandern nicht ab. Letzter Satz dazu, ich habe nämlich mal jetzt untersucht, wie viele Menschen, wie viele hochgebildete und teuer ausgebildete Menschen jedes Jahr netto Deutschland verlassen. Es wandern also Hunderttausende ab und es kommen aber auch Hunderttausende wieder nach Deutschland, auch von den Fähigen. Aber netto verliert Deutschland eine kleine Großstadt von 50.000 hochgebildeten, teuer ausgebildeten Qualifizierten, weil die sagen, in Deutschland, da habe ich eine schlechte Situation, ich habe hier einen Nachbar, der mir das auch jeden zweiten Tag sagt, dass es hier nicht mehr erträglich ist, er möchte ins Ausland abwandern, weil er dann für seine Leistung auch wirklich eine Belohnung kriegt, während er im Moment hier eigentlich nichts mehr rauskriegt für seine Arbeit, ne? Und da sollte man sich klar sein, alles hat so seine zwei Seiten und alles hat so seine Grenzen. Ich reiche weiter an Clemento. Ja, herzlichen Dank für das Statement. Da waren gute Ansätze drin. Vielen Dank. Also ich wollte jetzt nochmal Rekurs nehmen auf die Mobilität und mal ein Schlaglicht werfen auf die Psychologie im ganzen Verkehrsgeschehen. Ja. Und da geht es also in hohem Maße um Image, ja. Also auch um die Artikulierung von Maskulinität, von Macho-Gebaren und so weiter und so weiter. Ne? Und da sind uns die fossilbetriebenen Vehikel eindeutig erstmal im Vorteil gegenüber diesen Pedelec-Mischformen. Ne? Die sind im Vorteil, weil die Röhren, die beschleunigen mit irgendwelchen Zeiten, ja, aber das Pedelec hat dieses Trike, was ich da, dieses Designer-Trike, ja, was ich da. Ich blende die gerade ein, ja. Ja, das ist ein unglaublicher Eye-Catcher, das ist ein Hingucker und das ist auch imagefähig, ja. Das ist imagefähig, das soll auch nicht 100 Klamotten machen, sondern ich würde sagen 50, 60 reicht für diese Leichtbauweise vollkommen aus. Alles andere wäre auch schon ziemlich wahnsinnig wieder, ne. Und ich habe ja dazu auch ein Fahrradrennen, also Racing konzipiert und auch ausgeführt, die Wettkampfregeln. Ne? Da geht es um das erste Slow-Motion-Racing dieses Planeten. Ja, das ist also die Quadratur des Kreises, aber ich habe das überzeugend hinbekommen. Und aber ich gehe jetzt direkt weiter. Also im Anhang dieses Konzeptes habe ich eine der ganz großen Stärken dieses Trikes ausgeführt. Das ist die Gruppendynamik, ja, dass da verschiedene Gruppen, die auch gezielt polar zusammengesetzt werden, also Krankenschwestern und Taxifahrer zum Beispiel, dass die einen gezielten Parcours von mir ist auch mit Drohnen und Fernsehen begleitet eben ausführen und sich dabei kennenlernen und dabei Weltbildaustausch realisieren und eben sich vielleicht auch kennenlernen oder was. Und das vor allen Dingen auch, das ist das dritte Argument in diesem Slow-Motion Racing, der touristische Aspekt. Ja, das ist die ganz große Goldgrube für alle Länder dieses Planeten, ja, dass sie sich möglichst vorteilhaft in Szene setzen und eben aus dem Tourismus auch wirtschaftlichen Nutzen ziehen, ja. Darum geht es, ne. Wenn ein Land in Gewalt versinkt, ne, wie Afghanistan, da ist da nichts mehr zu machen, ne. Und ich glaube, dass das Designer-Trike, in den vorgestellten
präsentierten Bauformen eben dem Hochbeschleunigungsgrad überlegen ist. Ne? Aus rein gruppendynamischen Gründen. Ne? Ja, das war das zweite Tag zum Thema Mobilität. Ja, vielen Dank, Herr Wagner, Sie sind dran. Ich habe übrigens diese Bilder die ganze Zeit eingeblendet, das ist hochinteressant. Das sind schöne Bilder von diesen Dreiecks. Denn wie gesagt, wir müssen eine Verkehrswende schaffen, indem die Vergiftung der Bevölkerung durch die Abgase der Fahrzeuge in Rechnung gestellt wird. Und das ist sicherlich die schwierigste. Also die Verkehrswende ist für mich persönlich die schwierigste Sache in der gesamten Gemeinwohlwirtschaft. Alles andere ist leichter, viel leichter. Aber wie schafft man es, dass ein Flugzeug mit seinen Abgasen und seiner Schädlichkeit für die Weltbevölkerung irgendwie fair in Rechnung gestellt wird? Wie schafft man das? Ja? Kann man das dann über die entsprechende Spritsteuer machen oder wie muss man das machen? Also auf jeden Fall müssen wir einen Weg finden, dass die Anbieter von Mobilität sich verantwortlich fühlen für die Gesundheit der Weltbevölkerung. Ja, und das muss man mit Anreizen unterstützen, und Herr Wagner will das ja auch mit Verantwortungsbildung unterstützen gleichzeitig. Ne? Ja, Herr Wagner, Sie sind dran. Ja, danke schön. Wir nähern uns ja auch dem Ende der Sendung. Also bei mir wir können jetzt versuchen, so langsam sozusagen in die Endschleife einzufinden, gell? Genau, machen genau, Sie mal. Genau. Also ich danke den Vorrednern wieder. Und ich kann sagen, dass die Frage der Gleichheit der Menschen eine ganz wichtige, der Gleichheit und der Ungleichheiten der Menschen ein ganz wichtiger Zusammenhang ist, wo man wirklich genauer hinschauen muss. Also ich finde den Ansatz grundsätzlich wertvoll, dass man schaut, also was soll denn die Gleichheit der Menschen ausmachen? Und da ist es dann so, dass ja schon die Menschenrechte in Artikel 1 sagen, alle Menschen sind gleich, sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Und das setzt ein gewisses Menschenbild voraus, nämlich auch die Bindung der Gleichheit an diese Fähigkeiten wie Vernunft und Gewissen und sowas. Und ich denke, da müssen wir wirklich eben sehen, die Menschen haben die Freiheit, auch sich ganz anders zu entscheiden alleine, also was das Gewissen angeht. Wir können auch gegen das Gewissen uns entscheiden. Und das erzeugt Unterschiede. Also wenn sich jemand gegen das Gewissen zum Beispiel im Sinne für Gewalttätigkeit und Verbrechen entscheidet, dann ist es kein Wunder, wenn die anderen Menschen drumherum sein Verhalten oder das, was er macht, nicht als besonders gleichwertig erachten. Und da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen, wie man miteinander umgeht. Die Lösung wäre auf jeden Fall schon mal, dass es so etwas gibt, was ich Argumente-Gleichberechtigung nenne. Also die Fähigkeit und das Recht jedes Menschen, Argumente vorzubringen und zu schauen, dass er nicht untergebuttert wird mit irgendwelchen äußeren Machtmitteln dann statt Argumenten, sondern dass er dieses Recht hat als denkendes Tier oder denkendes Wesen, dass er ernst genommen wird mit seiner Fähigkeit zu argumentieren und dass es nach Argumentequalität gehen soll statt sonstiger Durchsetzung. Ich glaube, darin liegt ein entscheidender Schlüssel, um dann auch zu sehen, wo Menschen sich dann unterscheiden, bis hin zu der echten möglichen Unterscheidung, dass man sich auch für kriminelle, schädigende Verhaltensweisen entscheiden kann. Ja, ich gebe weiter. Ja, also, wir suchen ja jetzt das Ende. Also, ich würde sagen, ich versuche mal, die Sendung von heute zusammenzufassen. Wir haben also, der Bundesvorsitzende der Partei des Gemeinwohls bringt neue Inspirationen auch in die Partei hinein, die zum Beispiel ganz wichtig bei unserer Wohnungsamtreform und diesem Recht auf Wohnung und null Obdachlosigkeit. Danke für den Hinweis. Ich muss nochmal anfangen. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Jetzt geht's gut wieder. Ich vergesse manchmal das Telefon.
Ja, ich versuche mal die Sendung von heute zusammenzufassen. Der Bundesvorsitzende der Partei des Gemeinwohls, PDG, die man übrigens mittlerweile ergoogeln kann unter Partei des Gemeinwohls, PDG oder PDG, Partei des Gemeinwohls. Google findet das wohl offensichtlich mittlerweile auch überall. Und der hat zwei sehr inspirierende Sachen in die Parteidiskussion eingebracht als Inspirationsgeber, nämlich dass wir das Problem, das Riesenproblem, was wir haben, wie erzeugt man null Obdachlosigkeit? Wie kann man es schaffen, dass wir wirklich ein echtes Recht auf sofortiges Wohnen, also spätestens nach ein paar Stunden kriegt der Mensch irgendeine Unterkunft, dass wir so etwas wirklich realisieren, dass wir wirklich dem Ziel Null Obdachlosigkeit nahe kommen. Und seine Inspiration war ja gewesen, ich habe es ja vorhin schon die ganze Zeit eingeblendet, diese Waben und Zellen und also diese Winz, erstmal diese kleinen Mini-Räumlichkeiten, wo man innerhalb weniger Monate könnte man Tausende von Einheiten da auf den Boden stampfen und könnte damit auch wirklich dieses Recht auf Wohnen dann wirklich ganz schnell realisieren und sozusagen. Und die zweite Inspiration, die er eingebracht hat, dass man den Denkraum erweitert, eben wenn es um die Frage geht, wie können wir diese ja gesundheitsschädliche und so viele Todesopfer fordernde, verrückte Mobilitätssucht und diesen Mobilitätswahn und das die Autos als aggressive Waffen aggressiver Männlichkeit und so weiter. Wie können wir da zu einer gesunden Mobilität der Zukunft hin uns entwickeln? Ich sehe ja bis zum gewissen Grad auch schon positiv, dass überhaupt schon in den Städten mittlerweile sehr viele Dreiräder unterwegs sind, auch wenn die nicht so gut designt sind, wie ich sie hier jetzt gerade in den Bildern den Zuschauern nochmal zeige, sondern eben noch sehr einfach oder noch sehr wenig brillant oft sind. Aber immerhin tut sich was, dass also hier in Köln eigentlich die Leute sich fast nur noch mit Fahrrädern und Dreirädern fortbewegen, teilweise mit Elektromotor und Pedalen, also auf jeden Fall immer eine doch relativ gesunde Fortbewegung, die aber noch ziemlich flott ist wegen der Elektromotoren und so weiter. Ja, und dass das immer mehr um sich greift, das ist schon mal ein Anfang von dieser Idee des Streiks sozusagen. Und ja, also insofern hatten wir heute diese Inspirationen drin und ja, ich bin selbst gespannt. Also ich muss mal so sagen, ich habe gerade heute jemanden auf der Straße wieder bei einem meiner Konzerte wieder, ich spreche ja da ständig mit den Bürgern und so weiter, und da habe ich wieder mit einem gesprochen und wir haben es wieder mal so zusammengefasst. Ich fürchte, die Menschheit ist nicht mehr zu retten, aber wenn sie zu retten ist, dann durch die Partei des Gemeinwohls. Und wir werden sehen, ob einfach nur die Partei des Gemeinwohls, ob die nicht einfach für viele Menschen einfach viel zu vernünftig ist, weil es vielen einfach darum geht, einfache Emotionen zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel den Hass auf Reiche und so weiter. Man spricht auch von der Neidgesellschaft und so weiter. Und auf der anderen Seite wiederum die anderen, die gnadenlos weiter Profite machen möchten auf Kosten der Menschheit und so weiter. Also ich erlebe ja die politische Landschaft als extrem gespalten dass wir, die einen sind gnadenlose Kapitalismus, weiter so Profite auf Kosten der Menschheit, und die anderen, die sagen eigentlich, diese scheiß Reichen, machen wir die fertig und müssen wir eine Art Krieg gegen die führen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ob für sowas Vernünftiges wie die Gemeinwohlwirtschaft dann auch wirklich ein Platz da sein sollte. Ja, aber von mir aus können wir ruhig Richtung Ende jetzt kommen. Wir nähern uns ja schon wieder den 1,75 Stunden. Clemento, haben Sie noch was, irgendwas sehr Wichtiges für heute? Also ich habe ja eben erwähnt, dass eben dieses Slow-Motion-Racing,
eben, dass das eben auf 50 km/h beschränkt ist, dass das eben einen ganz entscheidenden Vorteil mit sich bringt, eben die Gruppendynamik, die Kommunikation einer Reisegruppe und vor allen Dingen auch die ästhetische Rezeption von Landschaft und von überhaupt von touristischen Arealen. Ne? Und dieses Slow Motion, das habe ich auch auf den Luftraum übertragen. Das Konzept liegt jetzt nicht vor. Das kann ich vielleicht in der nächsten Sendung schon kommunizieren. Ne? Ich bin der Auffassung, dass eben wie so Fliegen mit 800 oder Überschallgeschwindigkeit durch den Luftraum. Die Reisenden, wir kennen das ja aus der Zeppelin-Zeit, ne? Die hatten ein Flügelinstrument an Bord und da war Salonatmosphäre und es wurde jede Wolke und jeder Kilometer wurde da genossen, ja. Und ich habe, und es gibt auch andere, aus der Charger. Ja, ich habe gehört von so ganz gemütlichen Solarflugzeugen, die so ganz gemütlich dahin zuckeln, ne? Ja, nun außerdem gibt es abgasfreie Elektroantriebe mittlerweile, die mit unfassbaren elektrostatischen Antrieben arbeiten. Ne? Das ist etwas schwer zu googeln. Ich versuche das nochmal ausfindig zu machen. Ne? Das ist also atemberaubend. Also der kerosingestützte Luftverkehr ist an sich Geschichte. Ne? Das wollte ich noch sagen. Ja, Herr Wagner, sind Sie noch da? Weil da ist hier jemand abgestürzt. Bin noch da, kann mich noch mal fröhlich verabschieden. Ja, können wir so das Ende finden für heute? Heute viele inspirierende Dinge. Generell ist es halt wirklich so, wir brauchen Kommunen, Gemeinschaftsprojekte, die glücklich leben, die andere Menschen faszinieren. Das ist sehr schwer, das zu erreichen. Und wir brauchen eine Politik, die endlich Richtung Gemeinwohlwirtschaft geht, positive Anreize für gutes Tun und so weiter senden. Und beides erscheint mir sehr schwierig, wenn ich so mit den Parteien rede. Es ist eigentlich alles, sind unheimlich primitive Konzepte und die Leute sind fast überhaupt nicht irgendwelchen Argumenten aufgeschlossen, sondern es ist irgendwie so ein ganz, ja, es ist fast schon wie so ein Faustkampf, wo es nur darum geht, wer ist der Stärkere, aber Argumente zählen eigentlich nicht. Ne? Das ist, aber wir probieren es ja weiter. Wir versuchen es trotzdem, sagen wir ja immer, gell, Herr Wagner? Genau, Optimismus. Genau, das machen wir denn. Ja, dann sehen wir uns also nächsten Samstag wieder. Und wie gesagt, wer hätte Lust, dass ich versuche, die Frau Grimmenstein für nächsten Donnerstag für eine Talkshow einzuladen? Online, ja. mit Bild? Auf jeden Fall. Clement Donnerstag, 20:15 Uhr, ja? Würde das allen passen? Nach jetzigem Stand geht das, denke ich. Ja, dann mache ich doch einfach mal Folgendes. Ich mache nachher mal oder morgen früh eine E-Mail an Frau Grimmenstein und frage, ob sie Donnerstag 20:15 Uhr zur nächsten Online-Konferenz bereit wäre. Ist das wieder die gleiche Codenummer? Nee, wir würden dann über online gehen und nur wir können zusätzlich die Telefonmöglichkeit dazu schalten. Ja. Aber das würde ich dann per E-Mail rumschicken, dann gibt es da, für die gibt es dann spezielle Einwahlcodes. Aber besser wäre es natürlich, online teilzunehmen. Ja, wie ist das jetzt mit der Zusammenfassung der E-Mail-Adressen? Ja, also ich könnte Folgendes machen. Ich kann ja Ihre E-Mail an den Herr Wagner und den Herrn Eckenberger, den Louis, weiterleiten, einfach mal. Auf jeden Fall. Das ist ja. Genau, das mache ich dann morgen früh alles, ja? Alles klar. Können wir die heutige Sendung beenden, alles klar. Ja. Und ich melde mich wegen Donnerstag und schicke die E-Mail rum, ja? Alles klar, bis dann, tschüssi. Wir können vielleicht eben noch festhalten, wir hatten ja überlegt, ob die Sendung überhaupt veröffentlichbar ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob die Frau Inge noch da ist, aber sie hat sich ja dann sehr zurückgehalten auch in der Sendung.
Nö, also die hat ja jetzt nicht widersprochen, wir können das ruhig veröffentlichen, ne? Okay. Ja, ja, vor allem ist ja nur mit Vornamen unterwegs. Ja, ja, tschüssi, das war's für heute. Tschüssi, bis bald.